Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wir filmen heute wieder ein Haul. Mein letztes ist ja schon ein bisschen her und seitdem habe ich einfach wieder einige Sachen angesammelt. Ich bin noch ein bisschen krank, also meine Ohren dröhnen irgendwie richtig und mein Schädel auch. Aber das Video muss gefilmt werden, kein Mitleid. Und ich freue mich einfach richtig krass über alle Sachen, die ich gekriegt habe. Ich glaube, das ist sogar mein neuer Lieblingshaul. Und dann zeige ich euch jetzt einfach direkt die Sachen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir starten einfach mal mit Ketten, weil ich zeige eigentlich nie Schmuck, weil ich mir eigentlich nie Schmuck kaufe. Aber ich liebe diese Kette so sehr. Die ist von MM Studios. Das ist so ein etwas kleinerer Shop auf Instagram. Ich glaube, die haben einen Standort in Belgien. Und die machen einfach richtig, richtig süße Customized Necklaces. Und ich war einfach schockverliebt, als ich die gesehen habe. Also ich habe die jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich hatte die, glaube ich, in meinem letzten Haul-Video an. Und dann ist sie mir einfach kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung wie. Aber dann waren die einfach nett genug und haben die für mich repariert. Also ich konnte die zurückschicken. Und jetzt habe ich sie seit ein paar Tagen wieder zurück. Und ich freue mich so sehr, dass ich die jetzt wieder tragen kann. Und weil ich die Kette halt so krass liebe, habe ich mir dann halt wirklich so eine Customized Necklace bestellt. Also hier hinten sieht man noch den Verschluss. Also normalerweise ist sie auch etwas länger. Aber weil das Oberteil jetzt halt einen etwas höheren Kragen hat, habe ich jetzt einfach etwas enger gemacht. Ich liebe die Sachen einfach. Also wenn ihr richtig, richtig süßen Schmuck finden wollt, dann schaut einfach mal vorbei. Ich verlinke die Seite auch unten. Die machen auch richtig, richtig süße Ohrringe und Haarspangen. Ich werde mir da, denke ich, auch noch auf jeden Fall was holen. Außerdem sind die super nett. Deswegen. Ich glaube, das war voll die schlechte Idee, so ein redeintensives Video zu machen, wo ich so richtig klare Sätze formen muss, weil ich kann einfach nicht denken. Alter, mein Kopf ist richtig zu. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Vinted. Ich habe mir nämlich, glaube ich, mein neues Lieblings-T-Shirt bestellt. Hat auch nur 5 Euro gekostet, glaube ich. Das ist von... Okay, keine Ahnung, wie ist hier so kein Tag drin. Aber ich meine, das ist von Fornarina. Und so die Vorderseite ist halt so ein bisschen so Emo, Grunge, nein, keine Ahnung. Und dann habe ich die Rückseite gesehen und ich wusste einfach, dass ich es haben muss. So... Hallo? Wie geil ist das denn? Also... Ich werde auch, denke ich, noch einen Try-On filmen, aber ich bin einfach schockverliebt und es kann so nice sein, glaube ich. Das ist halt auch enger und etwas länger und einfach top. Bester Vinted-Fall seit langem, denke ich. Obwohl, dieser Pulli, ich weiß den einfach tragen, den habe ich auch von Vinted. Das ist einfach dieser Ralph Lauren-Pulli und die Farbe ist einfach richtig schön. Und ich hatte so ein Mädchen auf TikTok gesehen, die hatte auch so einen Ralph Lauren-Pulli an und die hatte einen richtig nice gestylt mit so einer Parkehose, aber noch irgendwie mit so einem Rock und das habe ich einfach richtig gefeiert. Und dann habe ich ihn gefunden, so 2 Tage später und da war es einfach wieder zu stark. Ich glaube auch 5 Euro, vielleicht das 5. Mal eine Glückszahl in diesem Video. Aber ich finde den einfach richtig, richtig cool. Auch in Kombi mit der Hose, wie ich es gerade anhabe. Ich liebe ihn einfach. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie ziemlich viele Hosen gekauft. Das ist ein bisschen hosenlastig. Aber next up, die Hose hatte ich auch schon ein paar meiner Videos an, habe ich diese Jeans von Esprit, ist das glaube ich, also auch von Vinted. Für die habe ich glaube ich 7 Euro bezahlt und nicht 5, aber trotzdem einfach... voll der Schnapper und ist auch richtig schön lang. Das finde ich auch richtig super. Und ich habe so keine Leitohrstellen und die hat mir einfach richtig gut gefallen. Außerdem ist sie richtig bequem. Und das war wieder eine richtig süße Mutti, die mir das verkauft hat und so. Und das hat das ganze Shopping-Erlebnis einfach noch viel besser gemacht. So, die nächste Hose habe ich mir in meinem letzten Video gekauft. Also, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, dann schaut mal gerne vorbei. Da bin ich auch richtig abgedreht irgendwie, weil ich auch noch 4 Stunden geschlafen hatte. Auf jeden Fall, die waren einfach bei Zara und ich habe richtig lange Zeit bei Zara gekauft. Rede ich so schnell? Ich habe das Gefühl, die Worte kommen so gar nicht richtig raus. Egal, ich werde es nachher beim Bearbeiten sehen. Habe ich diese schwarze Flair-Hose geholt von Zara. Die ist halt hier oben einfach schon kaputt. Also ich habe da nicht mal dran gezogen oder so. Das hat ein bisschen Abfuck, aber ich muss die einfach reparieren, dann geht das wieder. Aber die ist richtig bequem und die passt sich der Figur richtig gut an. Ungelogen, ich glaube, das ist meine neue Lieblingshose, weil ich hatte so eine andere. Das war halt eher so ein fester, dickerer Leggingsstoff von Only G. Die habe ich richtig viel getragen, aber irgendwie fühle ich mich immer scheiße, wenn ich die anhabe. Und jetzt habe ich die und das ist, glaube ich, voll die gute Alternative dafür. Das ist halt einfach so eine perfekte Basic-Hose. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich die mitgenommen habe. Weil eigentlich wollte ich die nicht anziehen, weil Zara und die Ankleideräume da sind halt eher nicht so mein Freund. Ich liebe diese Hose. Diese Hose ist mein Freund. Und als nächstes habe ich zweimal die gleiche Cargo-Hose. Ein bisschen einfallslos, aber die passen einfach so perfekt. Ich nehme keine Credits dafür. Also ich bin nicht die erste Person, die auf diese Idee gekommen ist. Ich habe es auf TikTok gesehen. Wenn ich noch finde, bei wem, dann sage ich euch Bescheid. Auf jeden Fall hatte ich einfach nur die Suchleiste eingegeben. Cargo Pants Women oder irgendwie so. Und dann bin ich einfach durchgescrollt. Und zwar hat sich der eine diese Cargo-Hosen geholt. Die sind einfach von Carhartt. Ich habe 40 Euro pro Hose bezahlt. Also ist viel Geld. Aber sonst kosten so Carhartt-Hosen auch schon mal so locker 100 Euro. Das rechtfertigt das natürlich. Und zwar einmal die hier in Grau.
Und die sind einfach so perfekt. Also die sind so richtig, richtig baggy und luftig und leicht und einfach perfekt. Und ich liebe sie. Das ist halt eine Männerhose. Ich habe die in S geholt. Also XS wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber ich will die nicht zurückschicken. Ich bin zu sehr verliebt in diese Hose. Und eigentlich sind das, glaube ich, so Arbeitshosen. So Scrubs. Aber heißt ja nichts, ne? So, dann sind die bestimmt einfach nur super elastisch und halten viel aus und robust, nicht elastisch. Und ich bin einfach schockverliebt in diese Hose. Ich freue mich so hart, die zu stylen jetzt im Sommer. Einfach perfekt. Das einzige Manko ist, dass ich die halt auf Amazon gekauft habe. Und eigentlich kaufe ich überhaupt nicht gerne auf Amazon. Weil scheiß Jeff Bezos, aber I caved. I'm sorry, guys. So, die war einfach zu schön, um wahr zu sein. Und dann, weil sie halt so schön ist, um wahr zu sein, habe ich sie mir auch mal in so einem Khaki Olivgrün geholt und die ist auch so nice, ne? Vor allem so Hosen kann man halt einfach jetzt so im Frühling, Sommer richtig nice stylen und tragen, weil die halt luftig sind. Und dann kann man sie aber halt auch im Herbst und Winter richtig gut tragen. Einfach, weil die cool sind. Und mit Pullis und so kann man die auch richtig nice stylen und ich freue mich einfach. Ich habe das Gefühl, ich finde jetzt halt immer mehr so Teile, die so richtig meinem Style auch wirklich entsprechen. Und das freut mich einfach. Und dann habe ich halt auch einfach mal eben so 80 Euro für zwei Hosen ausgegeben. Und dann machen wir, glaube ich, auch jetzt einfach mal eine Pause von den Hosen, weil sonst wird es ein bisschen boring. Und zwar habe ich jetzt ja in meinen ganzen Wishlist-Videos und auch immer mal rumgeheult, dass ich nicht die perfekten schwarzen Boots finden kann. Beziehungsweise weil es die dann halt nicht in meiner Größe gibt oder bla bla bla. So, okay, ne, wir wissen jetzt Bescheid. Und dann habe ich einfach diese süßen Mäuse gefunden auf Zalando. Die sind von Kultur und die machen ihre Schuhe eigentlich auch nur bis 41. Aber die fallen größer aus. Und dann habe ich die 41 bestellt und die passen einfach so gut. Und die sehen so geil aus. Die sind einfach perfekt. Also ich breche mal fast die Finger, wenn ich die so hochhalte. Aber so, so schön. Das hatte ich jetzt auch erst einmal an. Und mir taten die Füße auch ein bisschen weh, aber man kann auch drin laufen, auch weil Plateau da drin ist. Und sie sind einfach perfekt. Und zwar hatte ich die Schuhe an mit diesem süßen schwarzen Minirock. Ich habe jetzt nämlich endlich einen schwarzen Minirock. Da habe ich ja auch endlos viel drüber gelabert. Und zwar ist der von Pull & Bear. Ich bin auch am Zalando bestellt. Der hat halt unten so eine Einkerbung und so einen Reißverschluss an der Seite. Und der ist richtig, richtig süß, aber auch richtig, richtig kurz. Also Minirock tritt sie wirklich ganz gut. Genau, ich hatte den jetzt erst einmal an, wie gesagt, mit den Kulturboots, einer Strumpfhose und meinem Reservoir-Pulli. Ich habe auch Fotos gemacht. Ich zeige das mal. Die Fotos sind ein bisschen scheiße geworden. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet, aber so für Demonstrationszwecke reicht das auf jeden Fall. Ja, ich freue mich sehr, sehr über diesen Rock. Es ist wirklich nur so ein perfektes Basic. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir machen einfach mit den Schuhen weiter. Ich habe, also ich bin einfach ein offenes Buch. Ne? Ich sage halt echt einfach so alles und ich erzähle auch irgendwie immer alles. Meine alten Converse habe ich jetzt seit 2 Jahren treu jeden Tag getragen und die sind einfach von der Arbeit auch so ekelhaft zerranzt. Ne? Deswegen habe ich mir neue Converse geholt. Die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Die sind ein ganz bisschen anders, ein ganz bisschen anderes Modell. Die sind auch nicht ganz so bequem, weil die anderen sind so, ich laufe einfach auf Wolken und auf denen laufe ich halt irgendwie nicht so auf Wolken. Auf denen laufe ich halt einfach nur auf so Plateauschuhen. Aber ich liebe sie trotzdem. Ich habe sie jetzt auch schon ein bisschen eingetragen, weil ich finde es irgendwie nicht so nice, wenn Schuhe so richtig weiß sind. So ein bisschen. Das ist einfach nicht so authentisch. Und wenn man sich halt beim Converse Newsletter meldet, dann kriegt man halt einfach so 20% Rabatt. Und ich habe einmal mich angemeldet und einmal meine Mom. Das ist einfach geil. Weil die sind jetzt erst seit ein paar Tagen da, deswegen filme ich das Video auch erst so spät. Und zwar sind das so Custom braune Converse Plateauschuhe und ich finde die einfach so nice, ne? Die Farbe ist einfach so das perfekte Braun irgendwie, finde ich so. Ich habe es noch nicht anprobiert, aber ich hoffe einfach, dass die bequem sind. Also ihr merkt schon, ich bin sehr überzeugt von meinen Sachen. Aber Leute, ich will echt kein Crybaby sein, aber ich fühle mich so scheiße. Aber meine Haare sehen pretty aus. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mit Outfits weiter. Ich bestelle da halt echt nicht oft. Und die Sachen müssen einen halt auch echt überzeugen, weil die Sachen sind einfach mega teuer. Und bei einer Sache bereue ich es auch so ein klitzekleines bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar handelt es sich um die Hose. So. Die ist halt eigentlich so voll nice. So. Akzentiert, dass ich keinen Arsch habe. Aber ganz ehrlich, in der Hose kann man halt auch Arsch haben. Und die Leute wissen es einfach nicht. Deswegen ist es so die perfekte Alibi-Hose. Ja, wie gesagt, ich finde die eigentlich richtig, richtig cool.
Aber ich habe die ein paar Mal getragen, aber schon nach dem ersten Waschen haben die so angefangen, sich so Fäden einfach lösen und so. Das ist halt richtig schade, weil die kostet neu, glaube ich, 65 oder 70 Euro oder so. Ich hatte so einen Rabattgutschein und dann habe ich nur 50 bezahlt, aber so die Qualität ist einfach scheiße, muss man einfach sagen. Und dann hatte ich nämlich noch einen Teil bei einem Outlet bestellt. Und zwar diese Sweatjacke, also ein paar Sachen habe ich ja schon auf TikTok gezeigt vor ein paar Wochen. Die ist richtig schön weich und es hatte diesen Ed Hardy-Vibe. Irgendwie. Und es hat einfach eine kurze Sweatjacke. Ich brauchte einfach eine Jacke mit Kapuze. Ich habe einfach auf The Real Real so eine North Face Jacke gefunden. Mit Kapuze als eine Regenjacke einfach, weil es regnet halt einfach manchmal draußen. Und ich glaube, die hole ich mir. Und dann kann ich wieder im Haul filmen. Also ja, ich plane eigentlich schon wieder, was ich mir als nächstes kaufen kann. War jetzt aber eigentlich ab vom Thema. Aber ja, die hier. Boah, richtig ist... Echt, das ist echt gar nicht meine gute Seite, ne? Ich hätte bestimmt einen Nervenzusammenbruch, wenn ich mich nachher sehe beim Arbeiten. Aber anyway. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und zwar ist das diese schöne Lederjacke. Das ist sogar echt Leder. Ich habe 33 Euro bezahlt. Das ist, glaube ich, eine Männerjacke. Marke ist Mace, glaube ich. Oder Waze. Keine Ahnung, steht jetzt auch Größe M drin. Ich würde sagen, dass sie kleiner ausfällt. Die ist, ich finde die einfach richtig nice. So. Die hat sogar so eine Innentasche. Also da weiß man eigentlich, dass es eine Männerjacke ist, wenn die einfach praktikabel ist. Okay, ist auch okay. Fuck. Das ist meine eigene Rechnung. Ich bin ja getrunken, Alter. Ja. Das ist einfach eine richtig, richtig nice Jacke. Ich feiere die auf jeden Fall. Ich folge nämlich dieser Luisa Corduroy. Nicht Corduroy, aber dieser Luisa auf TikTok, kennt ihr safe. Und die hat ein Outfit an, eine Jacke, ich glaube die von Superdry. Und war sehr ähnlich zu der. Und ich habe die richtig gefeiert. Und habe ich so zwei Tage später diese Jacke gefunden. Auch in meinem letzten Vlog. Und für mich war das einfach wieder ein Zeichen. Also, I like. I definitely like. So Leute, wisst ihr was? Ich glaube, das waren schon alle Sachen tatsächlich. Gefühlt hatte ich noch viel, viel mehr gekauft, aber anscheinend nicht. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich richtig, jetzt alle neuen Sachen richtig nice zu stylen und meine Kollektion aber natürlich auch noch zu erweitern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr gerne noch mehr von mir und noch mehr Hauls sehen möchtet, dann freue ich mich mega über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder ein Abo. Also ich weiß, ich sage das wirklich sehr oft, aber ich meine das wirklich so. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr. Genau, also macht das gerne, damit ich mehr dieser Art oder andere Art filmen kann, weil es wirklich sehr, sehr hilft. Falls ich coole Outfits zusammenstellen sollte, dann mache ich vielleicht auch so ein Outfit-Video oder so. Oder auf TikTok lade ich eigentlich auch mal was hoch, wenn ich mich mal irgendwie richtig anziehen sollte, wenn ich irgendwie hingehe. Und dann... Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüssi!